Halleluja. Dafür lese ich eine Schriftstelle aus Jesaja 60, 1. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Jetzt bitte ich dich, zu deinem Nachbar zu wenden und sagen, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Sag das im Glauben. Amen. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, meine Lieben, mein Lieber, meine Liebe. Halleluja. Halleluja. Was ist denn die Herrlichkeit? Mal, ich will mal fragen, was versteht ihr unter der Herrlichkeit? Ganz schnell. Habt ihr keine Ahnung, was Herrlichkeit bedeutet? Keine Assoziation? Friede? Freude? Gutmütigkeit. Was noch? Das Gute. Was noch? Liebe, Gesundheit. Reinheit. Wow, das ist alles Herrlichkeit. Was noch? Diese Seite war noch still. Erzählt. Kommt, kommt, kommt. Ich will was hören. Der Herr ist dein Hirte. Halleluja, das ist auch sehr herrlich. Das ist absolut herrlich. Na kommt. Habt ihr keine Ahnung, was herrlich ist? Als wir mal vor vielen Jahren, im Jahr 2005, glaube ich, unterwegs waren nach Ukraine, da haben wir also unseren Sohn Pala mitgenommen, damit er da auch was erlebt. Da war gerade Erweckung und so. Und wir sind in Flugzeug gestiegen, erstmal von unserer Stadt, von Bremen nach Paris und von Paris dann nach Kiew ging. Und als wir im Flugzeug waren und für Paula war das erste Mal so, ganz bewusst fliegen, er schaute aus dem Fenster und sagte, herrlich, herrlich. Also was Schönes kann man als herrlich bezeichnen. Halleluja. Das ist alles, wisst ihr seid so fromm, ne? Alle sprechen so richtig fromme Sachen. Es gibt doch in der Welt ein Verständnis für Herrlichkeit. Dann sagt man auch, es war herrlich. Es ist überragend. Amen. Es ist einfach wunderbar. Das, was großartig ist, das bezeichnet man als herrlich. Ja. Herrlich an sich, wenn man so nachschaut, Wortherkunft und wie das Wort so entstanden ist, gibt da unterschiedliche Wege von her oder keine Ahnung. Also für mich persönlich, wenn ich sehe und wenn ich in diesem Wort ein Wurzel Herr sehe, hey, das ist für mich, alles was mit unserem Herrn zu tun hat, ist herrlich. Amen. Halleluja. Und wir sehen das, also in der Bibel sehen wir immer wieder, dass da die Rede auch von der Herrlichkeit Gottes ist. Ne? Und da sehen wir auch, dass der Mose, der Freund Gottes, der war begierig, die Herrlichkeit zu erleben. Er wollte Gott sehen und sagte, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott ließ sich erbitten und sagt, okay, ich zeig dir, du wirst mich sehen, aber nur von hinten. Und als Gott sich so zeigte, das war nicht nur, dass er sich zeigte, sondern wir lesen das mal in 2. Mose 34, Verse 6 bis 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, in anderer Übersetzung heißt Yahweh, hier, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretungen und Sünde vergibt, aber keineswegs unbestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern und das bis dritte und vierte Glied. Also wir sehen hier, was Herrlichkeit bedeutet, laut Gott. Seine Eigenschaften, so wie Gott ist, das ist herrlich. Wir lesen hier, wenn man jetzt das nimmt, ja, die Schuld heimsucht, schlimm. Für uns ist das gut, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist und wir haben mit dieser Sache der Schuld an sich nichts mehr zu tun. Wir bekennen unsere Sünden und wir sind frei und das ist herrlich. Halleluja. Das ist herrlich. Und hier sehen wir wirklich, dass diese Eigenschaften des Herrn hier als herrlich bezeichnet werden.
In Johannes 1,14 lesen wir, Johannes, der Jünger von Jesus, schreibt seine Erfahrung mit Herrlichkeit. Und er schreibt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Das heißt, dieses war zu sehen. Die Herrlichkeit, die Jesus zeigte, das fleischgewordene Wort Gottes ist, war sichtbar. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wiederum Eigenschaft, Gnade. Das ist Eigenschaft Gottes. Wahrheit ist Eigenschaft Gottes. Das hat alles Jesus in sich präsentiert. Was war das für eine Herrlichkeit, die Jünger an Jesus gesehen haben? Wie gleich Johannes schreibt, er beschreibt eine Begebenheit, da wo in Kana eine Hochzeit war und Jesus war auch eingeladen. Und bei dieser Hochzeit, gerade wo es richtig schön losging, auf einmal merkten die Veranstalter, es gibt kein Wein mehr. Die Mutter von Jesus kam zu ihm und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Jesus hat bis hier noch kein Wunder vollbracht. Und da sagt er zu ihr, was geht mich das an, Frau? Warum kommst du zu mir? Aber die Mutter, die wusste schon, dass die Salbung Gottes liegt auf Jesus. Er hat eine spezielle Bestimmung. Und somit sagt sie zu den Männern, die da am Dienen waren, was er euch sagt, das tut. Sie hat erwartet, dass Jesus etwas sagen wird. Und er hat gesagt, wir kennen die Geschichte, er hat gesagt, dass sie die Krüge, die da standen, voll mit Wasser machen sollten. Und dieses Wasser wurde zu Wein. Das hat Jesus gezeigt. Und dann lesen wir hier, Johannes sagt, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Dieses Wunder zeigte die Herrlichkeit von Jesus. Er ließ dadurch seine Herrlichkeit offenbar werden. Das Wunder an sich war herrlich, aber das ist nicht die Herrlichkeit, sondern die Offenbarung der Herrlichkeit. Offenbarung dieser Eigenschaften Gottes. Jesus war da. Er hat die Not gesehen. Die Not hatte nicht kalt gelassen. Er hat sie nicht im Regen stehen lassen. Er hat sich dieser Sache angenommen. So ist Gott. Das ist Gottes Eigenschaft. Liebe, Gnade, Hilfsbereitschaft, das war in Jesus. Und durch dieses Wunder zeigte er, so ist er. Das ist die Herrlichkeit. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Halleluja. Gnadevoll, liebevoll, powervoll, souverän. So ist Gott und so war auch Jesus. Souverän, das heißt wirklich frei von irgendwelchem Einfluss. Er trifft die Entscheidung. Er sagt, was er will. Und er machtvoll, aber auch barmherzig und gerecht und unparteiisch und zuverlässig und wunderbar. Das sind Eigenschaften Gottes. Immer gut, beständig, unverwandelbar, unveränderbar, immer gut gelaunt. Halleluja. Treu, freundlich, einfach nur herrlich. Das ist unser Gott. Und diesen Gott präsentiert uns Jesus. So sahen die Jünger seine Herrlichkeit. So haben sie diese Herrlichkeit erkannt. Meine Lieben, wenn es hier so steht, seine Herrlichkeit kommt auf über dir. Hey, Gott will seine Herrlichkeit dir geben. Gott möchte seine Herrlichkeit nicht für sich allein behalten. Und was verändert sich in unserem Leben, wenn seine Herrlichkeit bei uns präsent wird? Wenn wir, so wie es da steht, geht auf über dir. Das heißt, diese Herrlichkeit steht dir auch zu. Und wenn du in dieser Herrlichkeit verweilst, das heißt, in der Gegenwart Gottes, weil das sind göttliche Eigenschaften. Das ist das, was er verleiht. Das ist nicht unser. Er gibt uns das. Und dann, weißt du was, das ist manifeste Gegenwart Gottes. Und wenn die manifeste Gegenwart Gottes da ist, das ist einfach herrlich. Das ist wunderbar. Das mag ich. Das genießen wir. Was wäre Lobpreis oder Anbetung ohne Anwesenheit Gottes. Das wären nur Lieder. Okay, von Liedern wird man auch berührt. Musik berührt an sich. Aber wenn die Gegenwart Gottes fällt, auf Dauer wird das nicht mehr viel bringen. Wenn du immer wieder die gleichen Lieder singst in der Welt, irgendwann sind sie weg vom Fenster. Irgendwann berühren sie dich nicht mehr. Aber wenn du Lob
lobst und preist, dem Herrn singst und ihn anbetest, vor ihm niederfällst, ihn aufsuchst, dann spürst du seine Gegenwart. Und seine Gegenwart ist herrlich. Und in seiner Gegenwart lösen sich Probleme, wie im Nu. Da findest du die Antworten auf deine Fragen. Da findest du die Antworten auf deine Probleme. Die Freude wird freigesetzt, wo du sonst vielleicht sehr, sehr lange für gebetet hast, in der Herrlichkeit Gottes, in seiner Gegenwart. Ist alles möglich. Ist alles möglich. Das wünscht uns Gott, meine Lieben. Das ist nicht so, dass er das für sich da reserviert hat, im Oben. Nein, im Himmel. Er sagt, Himmel, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. So schlug das Herz von Jesus Christus. Er sagte, betet so. Dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Die Herrlichkeit, die Gott an sich hat, hat Jesus auf diese Erde gebracht. Und er will, dass wir diese Herrlichkeit auch gebrauchen. Im Feuer Gottes verbrennen alle möglichen Fesseln und Krankheiten und sonstige negative Sachen, die uns belasten. Dämonen, diese bösen Geister, die haben da überhaupt nichts zu suchen. Die halten nicht aus, die rennen weg. Derek Prinz hat mal erzählt, er war in einer Versammlung und hat gepredigt unter Salbung Gottes. Und auf einmal eine Person wollte gerne raus. Er sprach dann mit ihr, was ist los? Wieso willst du raus? Sie sagt, weißt du, etwas in mir ist, das mir sagt, ich muss hier raus. Er sagt, weißt du was, das ist ein Dämon. Bleib hier. Und der geht. Und der wird gehen, aber du wirst frei. Lass ihn gehen, aber du bleibst hier. Er will, dass du gehst, aber bleib hier. Bleib, dann geht er. Und so ist es richtig. Diese finsteren Mächte, die können nicht aushalten, da, wo es herrlich ist. Da, wo die Gegenwart Gottes stark anwesend ist. Depressionen verschwinden. Eine himmlische Atmosphäre breitet sich aus und das ist der Himmel auf Erden. Halleluja. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das steht dir zu. Wir sehen hier, dass Gott seine Herrlichkeit wirklich, es ist sein Wille. Sonst würde sowas hier nicht geschrieben stehen. Es ist sein Wille, dass wir seine Herrlichkeit erleben. Dass diese seine Herrlichkeit über dir aufgeht. Das ist nur wichtig, dass du auch das tust. Also wie gesagt, es geht nicht automatisch, es geht nicht von alleine, sondern hier steht hier, als erstes mache dich auf. Mache dich auf, tu etwas. Bewege dich auf den Herrn. Mache dich auf. Gott sagte zu Abraham, mache dich auf. Verlass deine Verwandtschaft. Geh in ein anderes Land, was ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen. Mache dich auf. Oft spricht Gott zu uns auch, mache dich auf. Verlass diesen Freundenkreis. Verlass diese Gewohnheiten. Verlass diesen Umfeld, was dich niederreißt. Mache dich auf. Ich will deine Herrlichkeit sein. Ich will dich segnen. Ich will dich aufrichten. Mache dich auf. Bevor die manifeste Gegenwart Gottes in unserem Herrn sichtbar wird, müssen wir auf Gottes Rufen reagieren. Gott ruft zu uns. Wenn wir auf seinen Rufen nicht reagieren, wird dieses Rufen leiser werden. Irgendwann hören wir das vielleicht gar nicht mehr. Und dann sagen wir, Gott, wo bist du? Dann ist es wichtig, dass wir zurückkommen dorthin, wo er uns gerufen hat. Er hat dir schon was gesagt, du hast aber das nicht getan. Und denkst, Gott, was ist los? Solange du das nicht tust, was er dir schon gesagt hat, wird er nichts anderes sagen. Er sagt, das und das und das musst du erledigen, mein lieber Kind, mein liebes Kind, mein lieber Freund. Und wenn wir das nicht wollen, unser Fleisch will gar nicht das tun, was Gott uns sagt. Fleisch und Blut erben das Reich Gottes nicht. Und somit kämpft dieses Fleisch gegen den Geist. Der Geist muss aber stark werden. Halleluja. Jesus ruft uns zu einem neuen, herrlichen Leben. Doch dafür muss man das Alte verlassen. Das heißt jetzt nicht, dass du dein Leben ganz verlassen sollst, sondern deine Paradigmen, deine Denkweise, deine Gewohnheiten, Denkmuster, das nicht dem Wort Gottes entspricht, das muss zerbombt werden, weggelegt werden. Philosophien retten dich nicht. Es gibt so vieles, was Menschen erzählen. Es gibt so vieles, auch was sich schön anhört.
Humanismus ist so eine Philosophie, die richtig westliche Welt durchdrängt hat. Und wenn du versuchst, da nach dem Wort Gottes zu leben und das noch laut aussprichst, was nicht mit diesem Programm zusammenpasst, da wirst du ausgelacht. Oder nicht nur ausgelacht, sondern auch noch, was bist du für einer? Religiöses Denken, alte Traditionen. Ich sage nicht, dass alle Traditionen falsch sind, aber es gibt einige, die nicht mit dem Wort Gottes im Einklang sind. Die gehören abgeschafft zu werden. Alles, was wir tun, soll auf dem Wort Gottes basiert werden. Auch wenn wir schauen, also wir vielleicht andere Gemeinden, die denkst du, ach, die machen so. Wichtig ist, dass wir das, was wir machen, gemäß dem Wort Gottes machen. Also gemäß dem Zeitgeist, das ist jetzt modern, das ist jetzt cool, das ist jetzt wunderbar. Wunderbar ist das, was Gott beinhaltet. Herrlich ist da, wo der Herr drin ist. Und da ermutigt uns Jesus Christus, dass wir wie Kinder werden. Er stellte ein Kind vor und sagte, hey, werdet wie Kinder. So, wenn ihr nicht wie Kinder werdet, kommt ihr gar nicht in das Himmelreich. Wir sind die Kinder. Wenn sie Musik hören, tanzen sie. Ohne Hemmungen. Denn es ist egal, was andere denken. Nein, nicht ganz egal. Aber immerhin, sie sind frei. Was mich noch bei Kindern begeistert, sie vertrauen so schnell. Du erzählst was und sie glauben dir. Die vertrauen dir. Auch dann, wo ihr Vertrauen missbraucht wird, trotzdem vertrauen sie. So sollen wir sein, Christen, wie die Kinder. Nicht kindisch, zu naiv, sondern wirklich weiterhin Gott vertrauen und ineinander das Gute sehen. Auch wenn man dich ausgenutzt hat, auch wenn man dich schlecht behandelt hat, trotzdem in der Person noch etwas Gutes erkennen und anfangen, Gott für diese Person zu danken, weil das göttlich ist. Weil das ist, was Jesus uns lehrt. So war Jesus. Jesus war nicht naiv. Jesus war nicht leichtgläubig. Aber er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn, auf seinen Vater, auf Gott. Und er lebte so. Und er vergab, er hat auch denen vergeben, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Also, oft steht uns unser Verstand im Wege, weil unser Verstand so geschult ist, weil wir so geprägt worden sind. Doch die Bibel sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich auf das Wort Gottes. Das, was das Wort Gottes sagt, ist richtig. Glaube, vertraue Gott und mache dich auf. In Hebräer 11,5 lesen wir, durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen habe. Das ist eine kurze Geschichte. Aber zeigt uns einen Mann, an dem Gott wohlgefallen hatte. Warum? Dieser Henoch hatte es, er hatte Lust an Gott. Er liebte es, Zeit mit Gott zu verbringen. Und es steht geschrieben, dass das durch den Glauben war. Er vertraute Gott. Er hat sein Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Er glaubte ihm und dann wurde er auch entrückt. Meine Lieben, über die Gemeinde steht auch geschrieben, dass die Gemeinde eines Tages entrückt wird. Wir stehen kurz bevor, wo die Gemeinde entrückt wird. Lernen wir von Henoch. Er liebte Gott. Er suchte seine Gegenwart, er liebte seine Herrlichkeit und er glaubte und vertraute dem, was Gott gesagt hat. Das ist das, was wir brauchen, um entrückt zu werden. Du musst nicht viele Werke tun, vieles leisten, sondern du musst mit dem Herrn verbunden sein und das tun, was er dir aufträgt. Er trägt dir nicht viel auf, nicht was du nicht tragen kannst. Und er hilft dir sogar, wenn er dir was aufträgt. Aber es ist wichtig, dass wir uns mit ihm eng verbinden, und das ist dann unsere Garantie. Durch den Glauben werden wir auch entrückt und wir werden da sein, wo unser Herr ist. Punkt 2, dein Licht kommt. Das ist eine Aussage, eine klare Aussage, die wirklich total klar ist. Dein Licht kommt. Nicht dein Licht kommt vielleicht. Oder dein Licht, wenn du, keine Ahnung, brav bist, wird dein Licht kommen? Nein, steh auf, mache dich auf und rechne damit, dass dein Licht kommt.
dein Licht kommt. Jesus sagte, ihr seid das Licht der Welt. Von alleine können wir nicht leuchten. Von alleine taugen wir nichts. Unser Licht ist unser Gott. Vater der Lichter oder Vater des Lichts. Von ihm kommt das Licht und wir reflektieren. Wir reflektieren und dieses Licht kommt. Kommt, wenn wir aufstehen, sollen wir damit rechnen. Das Licht kommt unbedingt. Ich werde nicht im Finsternis bleiben. Meine Augen werden geöffnet sein. Der Herr wird mich führen. Mein Geist wird wach sein. Und so, dadurch werde ich zum Licht. Hol dir dein Licht ab. Das ist wiederum, dafür muss man aufstehen. Noch nicht, ihr dürft sitzen bleiben. Aber man muss aktiv werden. Aufstehen heißt aktiv werden. Aktiv werden, nicht passiv werden. Jesus hat gesprochen über 10 Jungfrauen. Die 5 waren schlau, die waren klug, die waren anders, die anderen 5 waren töricht. Warum waren die töricht und warum waren die anderen klug? Weil da wird auch gezeigt oder erzählt, dass die Klugen, die haben dafür gesorgt, dass in ihren Lampen genügend Öl war. Sie waren aktiv. Sie sind aufgestanden. Sie machten sich auf und gingen und das Licht kam auf sie. Das Licht kam auf sie. Sie wurden voll von diesem Licht. Am Sonntag waren sie im Gottesdienst. Am Mittwoch waren sie da und sie waren begierig, sie waren aktiv, sie waren hungrig, sie wollten noch mehr, sie wollten mehr von dem Herrn, sie wollten ihre Gefäße, sich selbst füllen. Und dann kam der Bräutigam und sie waren voll, sie waren bereit. Und die anderen waren nicht bereit, weil sie sich keine Mühe gegeben haben, aufzustehen, sich aufzumachen. Die Bibel sagt, mache dich auf. Weg vom Sofa, steh auf, geh zum Gottesdienst, geh da dorthin, wo die Christen sich versammeln, damit du neu inspiriert wirst, damit du erfüllt wirst, weil das Licht kommt. Diese 5, die hatten Hunger nach Gott und sie nutzten jede Gelegenheit, um das Öl in den Lampen nachzufüllen. Halleluja. Manchmal frage ich mich, was machen die Christen so in der Woche? Womit beschäftigen sie sich? Was ist so wichtig, dass man nicht dorthin kommt, wo die Heiligen sich versammeln, um sich mit Öl zu füllen oder um dem Herrn zu begegnen, damit das Licht kommt, damit es massiver wird, damit es stärker wird, damit die Salbung zunimmt. Die 5 Törichten waren mit allem Möglichen beschäftigt. Weißt du, was ich, womit sie beschäftigt waren? Die waren einfach zu beschäftigt. Und ihre Lampen waren nicht mit Öl gefüllt. Und dann kam der Bräutigam und da gab es ein zu spät. Die Bibel spricht klar und deutlich, es gibt ein zu spät. Es gibt nicht sowas, wie es oft heutzutage wiederum gepredigt wird, was ich für eine Irrlehre halte. Wenn du einmal Jesus angenommen bist, bist du für immer gerettet. Du kannst deine Errettung nicht verlieren. Das sehe ich fatal. In der Bibel sehe ich ganz, ganz klaren Aussagen. Jesus spricht klar und deutlich, zum Beispiel über 5, also über die Talente, über 3 Personen, eine 5, eine 2, eine 1 bekommen. Und da steht über diese eine Person, die ihr Talent nicht eingesetzt hat, diese Person wurde rausgeworfen. Hey, das soll uns doch wachrütteln. Das ist doch nicht, egal wie du willst, egal wie du bist, du kommst in den Himmel, weil du Jesus angenommen hast. Weil du, wenn du Jesus angenommen hast, stell dir mal vor, ein Rettungsschiff fährt auf dem offenen See. Und dann gibt es einige, die ertrinken. Man wirft denen Rettungsringe, die werden raufgezogen, die sind voll gerettet, sie sind da auf dem Boot, Halleluja, sie freuen sich. Doch eines Tages gucken sie ins Wasser und denken, hey, es war so kühl, es war so cool, es war so super, ich will wieder mal ins Wasser und springen dorthin. Sind sie gerettet? Nein, sie sind wieder da, wo die waren. Die müssen wieder da rausgezogen werden. Keine Garantie ist dafür, wenn du gerettet bist, dass du gerettet bleibst. Wenn du nichts dafür tust, dass du gerettet bleibst. Mache dich auf und werde Licht. Oder das Licht kommt auf dich. Es ist so wichtig, dass wir uns gesund ernähren, ja? Also so physisch gesehen ist das
sehr, sehr weit verbreitet, dass man auf seine Gesundheit achten soll, was man zu sich nimmt, was man nicht essen soll. Und heutzutage redet man so viel und davon wird man krank und davon kommt Krebs und das ist krebserregend und das ist schlimm und das ist schlimm und man weiß nicht mehr, was man essen soll und man sorgt sich darum, was man isst. Aber ist das nicht wichtig, dass wir auch dafür sorgen, dass wir im geistlich gesund ernährt werden, dass wir geistliche Speise suchen? Meiner Meinung nach Geist vor Leib, weil unser Leib wird eines Tages sterben und ins Grab getragen, mit Erde zugeschüttet, fertig aus. Der Geist ist aber ewig. Der wird weiterleben. Und es ist so wichtig, dass wir für Zustand unseres Geistes sorgen, mehr als für unser Leib. Es ist schlimm, wenn es umgekehrt ist. Geist vor Leib. Ernähre deinen Geist, habe Hunger nach Gott. Also Menschen verändern sich, wenn sie nichts essen, oder? Ein Mensch, der gut isst, so wie ich, der ist stabil. Ja, ich bin stabil. Ich stehe fest auf dem Boden. Und wenn einer kommt, der wenig isst, vielleicht andauernd auf Diät ist und sieht so richtig dünn aus, total dürr. Er kommt zu mir, er versucht mich wegzuschieben, ich stehe. Wenn ich ihn schubse, dann fliegt er weg. Es gibt Federgewicht. So ist es auch im Geistlichen. Wenn du im Geistlichen gut ernährt bist, bist du fest und kein Teufel kann dich wegschubsen. Und es gibt andere, die sich nicht ernähren. Und dann kommt der Teufel, und es ist wie ein Federchen, fliegt weg von einer Lehre zu anderen und sucht, ach, da ist schlecht, wo soll ich noch hinfliegen? Und so fliegt, schlägt keine Wurzel, bringt keine Frucht, das ist genau das, was Teufel will. Deswegen ernähre dich, sorge dafür, dass dein Geist gut ernährt wird, damit du stark wirst. Mache dich auf, suche gute Speise und lass dein Licht, das Licht Gottes über dir scheinen. Also wenn man im Physischen nichts isst, so wird man auch, man kann sich auch nicht vermehren. Man ist dann zeugungsunfähig. Man hat auch keine Lust für irgendwelche Dinge. Warum erzähle ich das? Im Geistlichen ist es dann auch so. Wenn du im Geistlichen nichts isst, du bist fruchtlos. Du kannst nichts geistlich produzieren, wenn du nicht stark bist, wenn dein Geist nicht ernährt ist. So wie im Physischen, so auch im Geistlichen. Jesus sagt, mein Vater wird dadurch verherrlicht, wenn ihr viel Frucht bringt. Nicht ein bisschen, sondern viel. Gott ist an Frucht interessiert und an viel Frucht. Deswegen ernähre dich, lass dich befruchten aus der Gemeinschaft mit Gott. Lukas 6, 21 sagt Jesus, glückselig seid ihr, die jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Sei hungrig nach Gott, dann wirst du gesättigt. Und dann erlebst du auch Glücksgefühle. Wer möchte hier glücklich sein? Hier steht, glückselig seid ihr, die jetzt hungert. Man kann das natürlich auch in andere Sache anwenden, aber hier möchte ich gerne in geistliche Richtung lenken. Sei hungrig nach Gott. Du wirst gesättigt und das macht dich auch glücklich. Und dann kommt das Licht. Dein Licht kommt. Dein Licht kommt von Gott. Je mehr du dich nach Gott ausstreckst, desto mehr Licht kommt auf dich. Also mache dich auf. Werde Licht, denn dein Licht kommt. Mache dich auf, mit anderen Worten, sei aktiv. Sei aktiv, sei dabei. Werde zu dem der Herr, wie der Herr dich geplant hat. Er hat mit dir einen Plan. Er hat für jeden von uns einen Plan entworfen. Und das ist wichtig, dass wir uns aufmachen und sagen, Herr, ich will
Ich will da sein, wo du mich haben willst. Ich will die Werke tun, die du für mich geplant hast. Mache dich auf, sei nicht passiv und ernähre deinen Geist. Trinke den Wein, den neuen Wein, von dem du keine Kopfschmerzen bekommst hinterher. Kein Kater oder wie man so sagt. Von dem hast du nur wunderbare, schöne Gefühle und Erfüllung und dein Glaube wird gestärkt. Und das ist herrlich. Das ist herrlich, dass dann bist du voller Kraft, voller Elan und die Müdigkeit weicht. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Also Punkt 3, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das soll geglaubt werden. Du sollst damit rechnen. Das, was ich am Anfang aufgezählt habe, die Eigenschaften Gottes, die stehen dir zu. Gott gibt sie dir. Diese, seine Herrlichkeit geht auf über dir, wenn du dich aufmachst. Wenn du im Licht Gottes wandelst, kannst du damit fest rechnen. Wie die Sonne aufgeht, jeden Morgen neu, so wird die Herrlichkeit des Herrn über dir aufgehen. David sagt im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird's nicht mangeln. Mangelt es dir was? Dann folge diesem Hirten, der dir das versprochen hat. Die Schafe, die dem Hirten nicht folgen, denen mangelt's. Folge dem Hirten, suche seine Gegenwart, suche das, was er spricht. Die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Es ist so wichtig, dass wir auf ihn hören, dass wir ihm folgen. Und dann mangelt es uns nicht. Israel in der Wüste. Die hatten an sich alles. Aber trotzdem schrien sie, Mose, es mangelt uns an Fleisch. Wir essen schon seit Tagen Manna. Wir wollen mal was anderes. Wir vermissen Knoblauch, Zwiebel, Fleisch. Wir vermissen das, was wir in Ägypten hatten. Obwohl, wie gesagt, es war alles da, was Gott denen gegeben hat. Aber naja, so sind die Menschen nun mal. Oder auch die Tatsache, als sie rausgeführt worden sind aus Ägypten und gerade mal Freiheit eingeatmet haben, auf einmal haben sie ein Meer vor sich und ägyptische Armee im Nacken. Und da schrien sie zu Mose. Mose schrie zu Gott. Und Gott gab ihm Anweisung. Schrei nicht, nimm deinen Stab und schlag das Wasser oder berühr das Wasser. Der Herr offenbart seine Herrlichkeit, wenn wir ihm vertrauen. Und wir kennen dann die Geschichte, dass das Meer sich einfach teilte und Gott erwies sich als treuer Gott. Auch da, gerade dann, wenn es mangelt. Weißt du, wenn du ein Leben in Überfluss immer hast und dir an nichts mangelt, ist gut. Aber dann suchst du vielleicht Gott nicht so. Aber wenn du gerade erkennst, hey, hier und da mangelt es mir, dann suchst du Gott intensiver. Und somit war das auch im Volk Israel. Sie kamen in eine Enge, wo es Engpass war, wo es scheinbar nichts mehr ging. Und dann schrien sie zu Gott. Und Gott gab die Antwort. Gott hat immer Antworten. Also es gibt Leben im Überfluss, was uns Jesus auch versprochen hat, aber es gibt auch ab und zu Sachen, die wir erleben sollen. Das ist oft das Gegenteil. Und dann fragen wir auch Gott, warum? Die Wanderung des Volkes Israel, das war ein Schattenbild für uns. Was sie erlebt haben im Fleisch, erleben wir im Geist. Und wie war das mit denen? Sie haben das erlebt, wie ich schon sagte. Und dann diese herrliche Erweisung Gottes, dass er in jeder Notsituation denen hilft. Und dann kamen sie durch das Meer und da kam die Wüste. 40 Jahre Wüste. Das war natürlich auch eine Ursache für, warum das gerade 40 Jahre waren. Wir sehen, dass an der Wüstenzeit normalerweise keiner geht vorbei. Sogar Jesus war in der Wüste. 40 Tage. Und das liegt an uns, wie lange wir da bleiben. Doch Gott stellt sich zu uns und sagt, ich werde bei euch sein. Es wird euch nichts mangeln. Jesus hat in der Wüste auch nichts gemangelt. Er hat da sein Leib bezwungen. Aus dieser Wüstenzeit kam er als Sieger raus und konnte die Werke tun, für die er an sich auch gekommen war. Also auch in der Wüste kann man die Herrlichkeit Gottes erleben.
Jesus erlebte, dass die Engel kamen und ihm dienten, nachdem er die Prüfung bestanden hat. Also, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. In der Gegenwart Gottes ist die Fülle der Freude. Deswegen mache dich auf. In Psalm 8, 6 lesen wir, wie Gott uns geschaffen hat und dass er wirklich seine Herrlichkeit uns gegeben hat und will, dass wir in seine Herrlichkeit wandeln. Da steht geschrieben, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, den Menschen. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Die Herrlichkeit ist unser. Gott hat uns so geschaffen. Gott hat uns herrlich geschaffen. Und da, wo der Teufel Menschen diffamiert hat durch die Sünde, das gilt wiederherzustellen. Durch Jesus Christus wurde das wiederhergestellt. Die Herrlichkeit gehört uns. Satan zeigte Jesus die Herrlichkeit dieser Welt. Diese Welt hat auch ihre Herrlichkeit und will auch uns ablenken von dem Eigentlichen, was uns zusteht. Satan zeigte ihm die Reiche dieser Welt und sagte, all das gebe ich dir, wenn du mich anbetest. Jesus lehnte nicht dankend ab. Man sagte manchmal, man lehnte dankend ab. Jesus dankte nicht dem Teufel, aber er lehnte effektiv und entschieden das ab. Er wusste, was für eine Herrlichkeit er besitzen wird, wenn er sich auf das konzentriert, was es sein soll. Wie ist es mit uns? Für welche Herrlichkeit entscheiden wir uns? Wie gesagt, die Welt bietet uns seine Seite, ihre Seite. Die Welt hat so einiges zu bieten und da wir ja physische Wesen sind und die Welt ist ja physisch, somit sehen wir das, was so gibt und werden oft abgelenkt von dem Geistlichen. Doch die geistliche Herrlichkeit ist viel, viel schöner, viel, viel herrlicher und viel, viel besser. Und das ist so gut, wenn wir uns dafür entscheiden, wenn wir uns aufmachen, wenn wir vielleicht auch mal irgendwelche Wege gegangen sind, die nicht göttlich sind. Wenn wir in dieser Welt irgendwo Wurzel geschlagen sind, so ruft uns Gott heute zu und sagt, mache dich auf. Mache dich auf. Werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Jetzt bitte ich euch, mit mir aufzustehen und Entscheidungen zu treffen, dass wir uns nach der Herrlichkeit Gottes ausstrecken.